Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der 50. Part online und ich habe mir für heute eine ganze Menge aufgeschrieben, weil ich wieder viel durch die Kommentare gegangen bin, wieder viele Aha-Momente hatte und gefühlt mit jeder Session mehr und mehr dazulerne und erstaunt darüber bin, wie viel ich so übersehe und wie viel ich teilweise auch immer noch falsch mache. Aber lasst uns erstmal eins nach dem anderen machen. Ich fange erstmal mit den Söldneraufträgen an, denn ja, die Zeit ist ins Land gestrichen. Wir haben jetzt diesen Söldnerauftrag abgeschlossen. Ich habe mich beim letzten Mal auf diese Mission hier gestürzt, wegen dem Reiskuchenvertrag. Ich habe da nämlich die Möglichkeit, jetzt Reiskuchen einzukaufen und damit dann die Westquest voranzubringen. Ich sehe hier auch gerade zum ersten Mal, dass oben auch nochmal steht, wo es neue Sachen zu erwerben gibt. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Allerdings, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass beides in Argentum liegt, habe ich diesen Hinweis hier nicht, ne? Also eigentlich muss man sich merken, wie die ganzen Läden heißen, sonst ist man hier aufgeschmissen. Aber okay. Oh! Oh, 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 ja stimmt, da war ja was. Ich erinnere mich dunkel. Ich erinnere mich dunkel. Die, die man auf die Reise schickt, die können dann auch Zeug freischalten. Ja, das war nach dem ersten Auftrag, war das auch so. Aber interessant wird es natürlich... Obwohl, nee, interessant wird es gar nicht nur bei den großen Spezialklingen, weil auch die Kleinen, die haben ja jetzt ihre Daseinsberechtigung, dadurch, dass ich jetzt hier mit den Söldneraufträgen halt arbeite. Ich habe auch einen Hinweis bekommen, den ich, ja, ich weiß noch nicht genau, wann ich das so ein bisschen offscreen umsetze, aber man kommt mit Bergungstauchen relativ schnell dazu, die ganzen Städteränge, also diese Entwicklungsstufen weiter nach oben zu schrauben. Und es war die Rede davon, dass ich in wenigen Minuten hier auf maximale 5 Sterne kommen kann, wenn ich das regelmäßig mache. Also wahrscheinlich mit höherwertigeren Zylindern geht das dann auch ein bisschen schneller. Muss man dann gucken. So, ich muss dann nochmal eine andere Sache checken. Warte mal, das hier ist jetzt komplett finito abgeschlossen. Jawohl. Ich habe nämlich, das war allerdings noch aus der letzten Session, da habe ich auch nicht alle meine Notizen abgearbeitet, weil da gab es auch noch das ein oder andere. Ich brauche für diese Nudelsuppe, die ich für den Nopon in Torigos brauche, benötige, wie auch immer, eine Mission, die heißt Turf War Protection. Turf War Protection. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine deutsche Übersetzung dafür gefunden, weil ich jetzt auch nicht weiter. Ich habe halt immer ultra Angst, mich irgendwie zu spoilern. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich das jetzt hier irgendwo schon habe. Ich könnte eigentlich aber auch rechts immer bei den Belohnungen gucken, aber ich glaube, das mache ich dann offscreen irgendwann. Obwohl, offscreen will ich ja in dieses Menü nicht rein, weil wir uns ja immer... Weil wir uns das ja... Also mein Wunsch ist, dass wir uns das immer zusammen angucken. Was ist denn das hier? Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Warum kann ich das jetzt hier nicht absolvieren? Was benötige ich, um das hier machen zu können? Kann das mal jemand irgendwie übersetzen? Weil ich stehe da gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Turf War Protection hier irgendwo übersehen habe. Aber ich würde, wenn ich jetzt nicht irgendwie noch einen Geistesblitz habe... Hier hätte ich vielleicht noch drüber nachgedacht, aber das Erdrutsch hat ja nichts mit Turf War zu tun, ne? Und außerdem müsste ich ja die Nudelsuppe irgendwo rechts sehen, also zumindest hier. Mein Tauchbereich, Nudelsuppenvertrag, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Meine neue Handelsroute durchkreuzt aktuelle Revierkämpfe zwischen Bergungstauchern. Begleitet ihr mich sicherheitshalber? Ich würde das jetzt einfach mal probieren. Also rein von der Übersetzung ist, geht das in eine komplette andere Richtung, aber das muss ja nichts heißen. Mein Tauchbereich hat ja auch irgendwie mit dem Ausrufezeichen vielleicht was von "Ich muss das schützen, denn es gehört mir" Charakteristik und so. So, Leute, ich mache jetzt den Fehler kein zweites Mal. Ich werde jetzt hier meine Zuordnung immer offscreen vornehmen, damit wir nicht wieder so viel Zeit in den Sand setzen, okay? Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne.
So, ich bin, glaube ich, durch. Ich werde jetzt Cora hier mit auf die Reise schicken. Ich weiß nicht, Bauchgefühl sagt mir, dass es sinnvoll ist, zumindest eine Spezialklinge immer mitzuschicken. Ist natürlich blöd, dass ich dann die ganze Folge dann jeweils auf diese besagte Klinge verzichten muss, aber das ist in Ordnung, denke ich mal. So, dann schicken wir die mal los. Wir werden eventuell, warte mal, wenn ich das heute noch hinkriege, das zu bestätigen, sind Klingenpartner dabei, stehen sie ja, das wissen wir schon. Also viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. Tschüss, meine liebe Cora. Ich habe die inzwischen so lieb gewonnen. Ne? Ich fand die am Anfang, fand ich die eher so unspektakulär, aber die hat sich gemacht. Also irgendwie ist sie so in meiner Gunst aufgestiegen über die Zeit. Und wir haben auch ein bisschen Zeit gespart. Habt ihr das gesehen? 31 Minuten waren da gerade angegeben. Das ist, glaube ich, ganz okay. Und kann es sein? Sind die Leute dann aus meiner Klingenliste raus? Nee, sind sie nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt genügend Slots frei habe, weil ich wollte eigentlich viermal jetzt resonieren. Das muss ich mal eben ganz kurz ausmisten hier. So, das ist jetzt die vierte resonierte Klinge. Da war diesmal leider nichts Besonderes mit dabei. Die sind auch alle super schwach gewesen. Also ich glaube, ich werde die direkt auch wieder entlassen können. Wobei die letzte jetzt hier mit dem Transporttalent, die war vielleicht gar nicht so verkehrt, weil... Obwohl, warte mal, wie hatten der das jetzt hier wieder angeordnet? Karin war eine von den neuen, die hau ich gleich wieder raus, weil wenig Talent. Das klingt voll gemein, ne? Jetzt sollte ich das aber auch am Ende der Folge machen. Nee, ich hau die jetzt raus, damit ich dann den Rücken frei habe, weil mir hier gefühlt in den letzten Aufnahmesessions jedes Mal das Gleiche passiert ist. Ich bin nämlich immer drüber gestolpert. Midori haben wir aber schon länger, oder? Oder habe ich die jetzt einfach mehrfach bekommen? Keine Ahnung. Ich bin jedes Mal davon überrascht worden, dass ich hier meine Klingen noch nicht aussortiert habe. Also heute hatte ich wenigstens zu Beginn zwei Slots frei. Das war gar nicht so verkehrt, aber trotzdem. So, warte mal, habe ich jetzt mehr Transport oder mehr Infos sammeln? So insgesamt? Ich weiß es nicht, glaube ich. Ich habe von beiden jetzt nicht so ultra viel. Ja, aber die Transportleute, die habe ich jetzt auf den Weg geschickt, ne? Da war Transport, glaube ich, eine Kategorie. Ich werde Kokras dann wahrscheinlich aus der Truppe entfernen. Und dann habe ich für die nächste Folge wieder den Rücken frei, um dann direkt zu Partbeginn oder zum Partende wieder neu zu resonieren. Aber ja, wir machen das jetzt erstmal. Wir bleiben dabei, dass wir das zum Partbeginn probieren. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich kürze das ja jetzt sowieso ab, ne? Das heißt, vielleicht haben wir dann irgendwann mal, wenn ich euch, kurz nachdem ich euch begrüße, die große Überraschung, dass ich eine neue Spezialklinge willkommen heißen darf. So, liebe Leute, wir müssen jetzt aber ein bisschen was abarbeiten, bevor ich jetzt hier ans Eingemachte weitergehe. Und zwar, wir können gerne, warte mal, lass mich mal überlegen. Hier wollte ich nämlich nochmal schauen. Denn es gab diese eine Kiste, wisst ihr noch, die ich mal hier, diesen Screen habe ich damals gesucht. Also diese Karte hier, keine Ahnung. Warum habe ich die denn damals nicht gefunden? War die eventuell nicht verfügbar? Weil ich habe nämlich genau diese Map gesucht. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt der beste Teleportationspunkt ist, aber von hier aus weiß ich, wie ich laufen muss, um zu der besagten Kiste hinzukommen. Das liegt jetzt auch schon wieder viele Folgen zurück, seit ich das gesucht habe. Aber diesen Punkt, ich hatte den die ganze Zeit klar vor Augen. Seit ich den Kommentar gelesen habe, habe ich das immer im Hinterkopf behalten, dass ich hier nochmal nachgucken wollte. Und in dieser einen Folge, da wurde mir dieser Abschnitt hier nicht angeboten. Genau, danach habe ich nämlich gesucht. Und ich schwöre euch, ich weiß nicht mehr, welcher Part das war, dieser Abschnitt, der stand mir da nicht zur Auswahl. Ich bin die doch alle irgendwie durchgegangen und ich war, keine Ahnung, vielleicht war ich auch einfach nur wieder ultra verpeilt, aber ist egal, guck mal, ich kann das Thema nämlich abhaken, denn um diese Kiste geht es, keine Ahnung, wie man die übersehen kann. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen meinem Wandablauffokus geschuldet, weil ich ja immer so ein bisschen die Kamera auch an die Wände ausrichte, um sicherzugehen, dass ich da nicht irgendwelche Lücken übersehe. Und ja, dadurch ist mir
irgendwie diese Kiste abhanden gekommen. So, aber dann kann ich das Thema jetzt endgültig streichen und werde mich dann in Zukunft damit nicht mehr befassen müssen. Und dann werden wir nochmal die Goldmunter aufsuchen. Und da gab es auch eine Kiste und dieser Hinweis, der liegt gar nicht so weit zurück, denn das war eine deutlich spätere Folge. Es gab hier nämlich noch eine Kiste, wo ihr meintet, dass ich die wahrscheinlich eh noch nicht öffnen kann. Ich habe das dann in der Nachbearbeitung, also nicht in der Nachbearbeitung, aber ich habe dann nochmal kurz über den Zeitstempel reingeguckt und habt ihr auch gesehen. Also man hat in der Folge, wo ich hier drin war, auch die Kiste für einen kurzen Moment gesehen. Aber in dem Moment, wo ich hier war, habe ich die scheinbar nicht gesehen. Ich glaube, Konzentration und Nopon-Wissen ist zu krass. Also beides wenigstens Attribute, die ich schon ein bisschen bedienen kann. Was wir hier nochmal Phase? Ach, Durchhaltevermögen. Ja, das ist bisher die, glaube ich, der krasseste Spot. Ich glaube, ich habe nirgendwo bisher für Durchhaltevermögen Stufe 6 benötigt. Aber naja, irgendwann werden wir vielleicht auch diesen Punkt erreichen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich irgendwann mal mit dem Let's Play durch bin, inklusive DLC, ob ich dann vielleicht mich privat nochmal ransetze, um alle Spezialklingen zu holen. Also ich glaube, Bock hätte ich da schon drauf, ne? Kommt natürlich so ein bisschen auch drauf an, wie viele Kernkristalle ich dann am Ende des Let's Plays noch überhaupt, wenn überhaupt, und wie einfach oder schwer man die gefarmt kriegt. Aber kann mir vorstellen, dass das schon... Nein. Aber ich glaube, da oben war ich schon, da wo ich gerade hinspringen wollte, bin mir nicht mehr ganz sicher. So, aber jetzt holen wir endlich den Reiskuchen. Aber erst, nachdem ich bei der Bücherei gewesen bin. Denn hier haben wir, glaube ich, kein Quest-Item, was wir benötigen. Aber wenn die mir sagen, dass es hier was Neues gibt, dann will ich das natürlich haben. Ein bisschen Geld haben wir noch. Ich kaufe das einfach erstmal, ne? Und dann habe ich auch noch den Hinweis bekommen. Fand ich auch sehr interessant. Habe ich vorher so bisher noch nicht anderswo gelesen, dass wenn man übernachtet, dass es passieren kann, dass ich dann irgendwann neue Zylinder einkaufen kann. Was natürlich mega wäre, aber so von der Mechanik habe ich halt noch nie was gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mein Geld die ganze Zeit rausballern will, in der Hoffnung, dass irgendwann neue Zylinder angeboten werden. Aber scheinbar verändert sich das Sortiment an der einen oder anderen Stelle auch, wenn man übernachtet. Was das Ganze irgendwie nicht minder kompliziert macht, ne? Weil es gibt irgendwie so viele zufallsbedingte Sachen gefühlt und... Warte mal, ich kaufe jetzt mal, wir nehmen mal 5 davon mit, weil mindestens einen Reiskuchen werde ich abgeben müssen. Und eigentlich, ey, ganz ehrlich, sind wir finanziell so gut gestellt, das hier tut weh, ich mache das jetzt trotzdem einmal, dass ich das hier auch machen kann und alles voll kaufen kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. So, da haben wir die Missionsaktualisierung, das ist sehr gut. Genau, weil dann habe ich jetzt die Kiste in Barnas Schlafgemach mal gecheckt. Ich bin auch darauf hingewiesen worden, dass ich hier in diesen ganzen letzten Agentum-Parts, da weiter oben wahrscheinlich, wenig gesprungen bin und dadurch das ein oder andere übersehen habe. Da ich aber null Ahnung habe, wo ich da jetzt genau ansetzen soll, werde ich jetzt noch nicht noch meine komplette Agentum-Runde drehen. Aber ihr könnt mir gerne an bestimmten Stellen Zeitstempel reinpacken und dann kehre ich nochmal zurück und gucke mir das zu gegebener Zeit an. So, aber ich würde sagen, dann können wir jetzt erstmal nach Turigoth zurückkehren. Dann könnte ich die Mission eigentlich auch gleich nochmal markieren. Ich porte mich mal hier hin. Irgendwie mag ich den Ort ja am meisten. Das ist für mich so ein bisschen die Schaltzentrale, von der aus ich ein bisschen Orientierung auch habe. Und dann werde ich mal gucken, ob ich offscreen... Weil Tiger brauche ich ja nicht. Ich habe jetzt noch so ein paar Ether-Kristalle auf dem Konto. Die Folge ist auch noch nicht online, wo ich das so ein bisschen auch in eure Richtung zurückgespiegelt habe, wie ich damit jetzt am besten weiter verfahren soll. Aber ich würde offscreen ganz gerne das Thema Bergungstauchen wieder in den Fokus nehmen. Wobei ich mir da auch unschlüssig bin. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es in Uraya irgendeinen Bergungspunkt gab, an dem sich das irgendwie angeboten hätte. Müsste ich dann vielleicht offscreen nochmal eine Runde drehen. Hallo Sikal, du hast auch irgendwie jedes Mal irgendwas Neues zu erzählen, oder? Als Rekrutierer frage ich mich schon manchmal, was wohl aus den Meistern wird, die sich hier einschreiben. Da war zum Beispiel dieser Junge neulich. Sein Name war Jack, glaube ich. Er meinte, er wolle ein Meister werden, um seine Zwillinge zu unterstützen. Das nenne ich mal Familienbande. Hoffentlich geht's ihm in Moradane gut.
Ja, das hoffe ich auch. Auch wenn ich Jack, glaube ich, nicht kenne oder noch nicht kennengelernt habe. Aber ich finde das trotzdem irgendwie super skrupellos, was hier passiert. Weil wir halt ganz am Anfang des Spiels auch gesehen haben, was mit den Leuten passiert, bei denen das eben nicht glückt, zum Meister zu werden. Was machst denn du hier? Beobachtest du den Mopon heimlich? Hallo? Bist du irgendwie so ein ekliger Spanner? Kann ich dich anzeigen? Oder hat Turuni vielleicht Dreck am Stecken und ich weiß davon nur nichts? Hast du irgendwas Neues? Was? Was? Warum gibt es jetzt hier plötzlich was Neues einzukaufen? Ein Rezept für Torigoth Brat-Tartari erweitert Pyras Kochrepertoire. Nice! Nice, nice, nice! Das heißt, jetzt werde ich nach jedem Kapitelwechsel auch nochmal diese Gerüchte-Händler-Heinis nochmal anquatschen müssen. Ist hier ein neuer Söldnerauftrag? Motti? Ah, hilfsbereite Leute findet man nur noch selten. Findet ihr nicht auch? Ich suche schon den ganzen Tag. Erzähl weiter. Naja, es dreht sich im Grunde um Mannamsaft, falls euch das was sagt. Falls nicht, das ist ein Getränk, das im Dorf Pom seit Generationen getrunken wird. Die Hauptzutat ist alter Melusina-Honig. Das Zeug ist so süß, da fallen einem die Zähne vom bloßen Geruch aus. Hier in Torigoth ist es seltsamerweise nicht sehr beliebt, obwohl es hier produziert wird. Aber in Pom trinken's alle. Daher bringt mein Ehemann regelmäßig Lieferungen davon nach Pom. Aber der Weg dahin ist neuerdings so gefährlich. Deswegen halte ich Ausschau nach guten Leibwächtern, die ihm helfen können und nicht zu viel kosten. Ich hätte da eine Idee, wem wir das aufs Auge drücken könnten. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Bitte, helft uns aus. Aha. Okay. Ist ja nicht so, dass wir schon zehntausende Aufträge hätten und ich wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays gar nicht hinkomme, wenn ich einen Söldnerauftrag pro Part abarbeite. Aber mal gucken. Mal gucken. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Uraya einen unglaublich begabten Bildhauer geben soll. Erzähl ruhig weiter. Es heißt, er fertige die wundervollsten Skulpturen von Königin Rakura an, die man je in ganz Alrest gesehen hat. Man stelle sich nur mal vor, was so ein begabter Künstler erst mit Gomotti-Holz anstellen könnte. Ein Traum. Vielleicht muss es aber gar kein Traum bleiben, wenn wir nur unsere Handelsbeziehungen zu Uraya stärken würden. Ja, ich sehe sie schon vor mir, die Königin aus Gomotti-Holz. Oh, was für ein Meisterwerk. Aha, können wir da irgendwie unseren Anteil leisten, um Handelsbeziehungen zu verstärken? Ich glaube nicht direkt, oder? Wir können nur unseren Rang zum jeweiligen Gebiet verbessern, aber ich glaube, wir können uns noch nicht in die Angelegenheiten untereinander einmischen. Warte mal, in das Menü wollte ich gerade gar nicht rein, sondern ich wollte gerne die Seelenruhe-Quest markieren. Oh, das ist so schön übersichtlich, ne? Wir haben in der letzten Folge echt viel weggeschafft bekommen, was mich sehr froh macht. Und bei den anderen Sachen, die gingen aus unterschiedlichen Gründen nicht. Nudelsuppe hatte ich eingangs was erzählt. Und ich könnte nochmal das mit dem Drachenbauch oder wie hieß das? Ja, Drachenbauch, genau. Das könnte ich auch nochmal probieren, aber ich mag, glaube ich, erstmal vorher ein bisschen Hauptstory weiter. So, hallo Marbon, ne? Tora hat Kram dabei, da! Oh, bitter Schokolade, ich danke euch vielmals. Habt ihr West den Reiskuchen gegeben? Die wird sich sicher freuen. Ja, hat auch ein gutes Stück Arbeit gekostet, mein lieber Scholli, wenn man das nicht weiß. Wobei es ja relativ transparent auch aufgeschlüsselt wird, ne? Was man so über die Söldneraufträge bekommt. Wo ist sie denn? Wessi, 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 wo bist du? Was ist denn, wenn Wessi jemanden, nee, wenn Wess jemanden heiratet, der Oss heißt und dann verniedlicht man die, dann haben wir Wessi und Ossi. Hä, wo? Ich bin auf der richtigen Ebene, das ergibt gerade gar keinen Sinn. Oder? Oder bin ich schon wieder auf dem falschen Dampfer? Ich glaube nicht, dass ich mich da runterstürzen muss. Okay, wo ist jetzt wieder mein Logikfehler? Irgendwas kapiere ich doch jetzt hier schon wieder nicht. Oder kommt man, ach, warte mal. Hier bin ich hier schon rumgelaufen? Nee. Man müsste auch schon mal die ganze Häuserbreite einmal mitnehmen, ne? Hallo Frau Wessner. Ach, das erinnert mich an meine Kindheit. Ich habe sie früher geliebt. In letzter Zeit habe ich kaum noch welche gegessen. Was, Kinder? Aber woher wusstet ihr, wie sehr ich Reiskuchen mit Obst liebe? Also die Sache ist so. Hat sie uns das nicht selber sogar erzählt? Nee, ne, das poppte irgendwann im Questmenü einfach auf.
Ach so, oder er hat's uns erzählt, alles klar, so rum war das. Ach, von Marbon, das hätte ich mir eigentlich denken können. Marbon hat euch gebeten, Schokolade für ihn zu kaufen, oder? Oh, das gibt Ärger. Ich möchte nicht selber entscheiden, wie wir antworten, aber das wird mir Gott sei Dank abgenommen. Wusste ich's doch. Und er dachte, er könnte das vor mir geheim halten. So langsam reicht es. Ich werde ihm tüchtig die Leviten lesen müssen. Aber warum kann er denn nicht essen, was er möchte? Macht sie sich jetzt Sorgen um seine Gesundheit oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Wurde das so klar? Ich glaube, in der letzten Cutscene haben wir nur mitbekommen, dass sie damit ein Problem hat. Aber warum sie ihn da so einschränkt? Keine Ahnung. Und warum er auch so eine Angst vor ihr hat? So langsam reicht es. Ich werde ihm... Gut, das kennen wir schon. Okay. Gibt es jetzt die nächste Cutscene? Bitte, bitte gib mir eine Cutscene. Yes! Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, wir haben mir den Reiskuchen mit Obst gegeben. Ich wollte Marbon zum Dank später Leviten vorlesen. Meinte das Tora gerade zynisch oder kannte er dieses Wortspiel nur nicht oder diese Redewendung? Sie schien sich jedenfalls sehr zu freuen. Vor ihr kann man aber auch nichts geheim halten. Da kann ich mich schon mal auf was gefasst machen. Alles in Ordnung? Irks ist so ein lustiges Wort. Tora muss schnell Wes rufen. Wartet. Ich will nicht, dass Wes sich Sorgen macht. Könntet ihr ihr bitte nichts davon sagen? Ach, sie wird sich wahrscheinlich Sorgen machen um seine Gesundheit, weil er krank ist oder vorerkrankt ist oder so. Aber... Keine Sorge, ich bin hart im Nehmen. Ach, apropos, kann ich euch um noch einen Gefallen bitten? Sollen wir los und dir Medizin besorgen? Nein, nein, hört doch erstmal zu. Es war vor 30 Jahren. Damals war ich noch im aktiven Dienst. Wes und ich haben damals ein paar von goldenen Handschuhen gefunden. Handschuhe aus Gold? Wow. Ja, ein ziemlich wertvoller Schatz. Aber wir haben damals nicht am Hungertuch genagt, deshalb haben wir sie nicht verkauft, sondern versteckt. Da hängen viele Erinnerungen dran. Würdet ihr sie für mich ausgraben? Sind die beiden ein Paar? Ist mir gerade schon wieder ultra peinlich, weil ich jetzt vielleicht ins nächste Fettnäpfchen trete, falls das bei der ersten Begegnung aufgeklärt wurde. Aber in welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander? Okay, können wir machen. Wo habt ihr sie denn versteckt? Im Lehen des Vergessens, in Moradain. Ich kann schon wieder nicht lesen. In Moradain waren wir aber noch gar nicht, ne? Wes meint allerdings... Ja, was meine ich? Wenn man vom Teufel spricht, ich habe Rex gerade gebeten, die Handschuhe zu holen, die wir vergraben haben. Das war doch im Lehen des Vergessens in Moradain, oder? Nein, ich glaube, du verwechselst da was. Geil ihre Rüstung auch ist. Also sorry, wenn ich immer wieder unterbreche, aber ich muss erstmal wieder klarkommen auf alles. Die haben wir doch in den Ruinen des Perla-Parks in Uraya vergraben. Ah, da weiß ich sogar noch, wo das ist. Da gibt's einen Reisepunkt. Bist du sicher? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch. Das war ganz sicher in Uraya. Ach, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Könntet ihr an beiden Orten suchen? Boah, ey, ja, als ob wir nichts Besseres zu tun haben. So wichtig können euch die Dinger ja nicht gewesen sein, wenn ihr euch nicht mal richtig dran erinnert. Naja, was soll's, dann klappern wir halt schnell beide Orte ab. Na, bei dem einen geht's schnell, aber bei dem anderen halt eher nicht, ne? Müssen wir dann mal gucken. Aber zufällig besitzen können wir die wahrscheinlich noch nicht, schätze ich mal. Oder, Wes, was sagen Sie? Wir haben die goldenen Handschuhe in den Ruinen des Perla-Parks in Uraya versteckt. Es ist lange her, deshalb kann ich mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber ich meine, wir sind dort einen Seitenweg ein paar Schritte runtergegangen und haben sie da vergraben. Okay, ich glaube, da werden wir heute auch gleich nochmal nachgucken. Bitte sucht die zwei goldenen Handschuhe, die wir vor 30 Jahren vergraben haben. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass wir sie im Lehen des Vergessens in Moradain vergraben haben. Aber Wes behauptet, es wäre in den Ruinen des Perla-Parks in Uraya gewesen. Wenn ihr an beiden Orten suchen könntet, wäre das ganz wunderbar. Ey, ganz ehrlich, eigentlich kann man sowas ja nicht wirklich vergessen. Also ich schätze mal, dass wir an beiden Orten irgendwas finden werden, dass aber nur an einem Ort die Handschuhe halt zu finden sind. Weil man wird sich doch nicht daran erinnern, dass man an einem Ort irgendwas vergraben hat, obwohl man da noch nie gegraben hat. Wisst ihr, was ich meine?
So, also bevor ich das aber tue, will ich gerne noch eine Sache machen. Und ich komme mit den Menüs leider immer noch durcheinander. Und zwar will ich eben kurz die Taschen checken. Ich hatte mir ja eigentlich mal vorgenommen, das direkt zu Kampfbeginn immer zu machen. Aber über alles was drin. Aber gut, ich habe zuletzt auch immer ordentlich die Vorräte voll gekauft. Ich müsste mal offscreen, ich bin echt am Überlegen, Leute, ob ich offscreen einfach mal alle Kategorien und alle Items durchprobiere oder ob ich mir irgendeine Liste online ziehe mit den favorisierten Sachen. Ich bin mir unschlüssig, weil eigentlich hat das rein spielerisch nicht so den krassen Mehrwert, jetzt irgendwie sinnlose Items rauszuballern, solange bis man irgendwann einen Treffer erzielt hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich warte da gerne auch euer Feedback ab. Warte mal, was mache ich? Ich wollte jetzt hier immer nach Uraya weiter. Wie ihr das seht, würdet ihr das schlimm finden, wenn ich das so machen würde? Weil wenn ich für mich alleine spielen würde, würde ich diese Kleinigkeit wahrscheinlich tatsächlich als Hilfe nehmen, um nicht völlig blindlings Items zu verballern. So, aber ich könnte auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, dass er das blöd finden würde, dann würde ich das auch gemeinschaftlich machen hier. Das würde dann aber während der Aufnahmen passieren. So, von Samyma, genau. Von Samyma. Von Samyma. Moment, wie war das jetzt nochmal? Ich konnte mich, da ist irgendwo die große Treppe. War das hier? Was ist denn das Theater von Uletru gewesen? Das ist dort, wo wir gegen Arkos und Malos oder wie der heißt gekämpft haben, oder? Jetzt komme ich hier schon wieder mit der Übersicht durcheinander, aber ich meine eigentlich, dass wir hier irgendwo uns porten mussten. Warte mal, ich bin mir gerade unschlüssig. Also von hier aus komme ich auf jeden Fall auf die Treppe und könnte dann auch wieder runtersliden und eventuell den Sprung auch nochmal probieren, aber wie hieß denn nochmal der Punkt? Oder war das gar nicht dieser Ort? Aber guck mal, so rein vom Kompass her ist die Richtung schon ungefähr die richtige. Wobei, bilde ich mir das ein, aber ich habe das Gefühl, dass der Kompass mich eher so links von der Treppe irgendwie hindotzen will. Keine Ahnung. Lass mich mal noch mal ganz kurz hier gucken. Ich bin auch gar nicht so weit entfernt von unserem eigentlichen Hauptmissionsziel. Aber ich werde jetzt hier erstmal noch mal runtersliden und dann hoffentlich gleich die Erkenntnis gewinnen, wo ich jetzt gerade meinen Logikfehler hatte. Bei der Teleportation, ne? Wie springt man noch mal mit B, ne? Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. Bisschen früher vielleicht abspringen. Boah, nee, das war viel zu früh. Beim letzten Mal habe ich nämlich zu spät gedrückt und deswegen kam da irgendwie nichts zustande. So, wenn ich jetzt auf die Karte gehe, das ist ein neues Fragezeichen bei der Bohrbrücke. Ach, beim Rumpf hätte ich gucken müssen. Alles klar, dann war das mein Fehler. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin und danach gucken wir uns mal das Fragezeichen an. Können wir mal wieder ein bisschen durch Uraya wandern. Habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Weil da unten, das ist gar nicht so lange her, seit ich da zuletzt gewesen bin. Hä? Okay, Moment. Ich bin gerade irgendwie falsch gelaufen. Kann das sein? Warte mal, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ich wette nämlich, wenn ich hier komplett zu Boden plumpse, dann zeigt mir wieder ein Pfeil nach oben und dann habe ich damit auch nichts gewonnen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal verstehen, in welche Richtung ich hier überhaupt muss. Am ehesten würde ich sagen, diese hier. Ist da unten vielleicht irgendwas? Ich meine, dass ich da in dieser Ecke schon mal rumgekrauchelt bin. Hä? Okay, ich verstehe mein Zielort jetzt schon wieder nicht. Es tut mir sehr leid. Ja, hier. Genau, hier hätte ich jetzt mal versucht runterzuspringen. Das mache ich jetzt auch. Okay, ich muss immer noch runter. Finde ich eigentlich erstmal ganz gut. Ah, yeses! Ich habe den Spot gefunden. Nice. Hat jetzt doch nicht so lange gedauert. Weil meine erste Eingebung war, oh, guck mal, wie ich direkt auf der Kiste stehe, dass ich die Treppe da nochmal runterlaufen muss. Aber das, die führt zu weit nach unten. Das habe ich Gott sei Dank erkannt. Ach so, ja, Handschuhe links und rechts, alles klar. Also hatten sie beide irgendwie recht. Aber dann kann ich die Mission zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschließen, oder? Bei Mor'Adane können wir ja so gesehen noch nicht aufsuchen. Ich guck mal eben kurz, wie das hier formuliert ist. Ja, im Lehen des Vergessens.
Da komme ich jetzt wohl noch nicht hin. Es sei denn, ich bin schon in Mor-Ardain gewesen und habe das nur nicht mitbekommen. So, aber dann hätten wir das erstmal geklärt. Dann würde ich nämlich im Anschluss, bevor wir jetzt hier komplett wieder wegdüsen, ist das ein... Nee, ich dachte gerade, das wäre ein Dingspunkt, ein Reisepunkt. Aber ist es nicht. Von hier aus sollten wir es dann aber trotzdem nicht allzu weit haben. So, wo war dieser Punkt jetzt? Ich fange mal an, mich von oben so ein bisschen anzunähern. Hat er die Fragezeichen nicht auch im Kompass mal angezeigt? Irgendwann? Irgendwie? Irgendwo? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich jetzt hier in die richtige Richtung laufe. Und hoffe, dass da irgendwie mal was kommt. Ah, da ist das Fragezeichen. War das schon immer so, dass man so nah ran musste, um die dann auch zu sehen? Keine Ahnung. Hallo Kona Kona, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ist was? Ich glaube ja. Kona Kona ist ganzen weiten Weg von Argentum AG hergereist. Sucht hier Verwandten von Freund von Schwester Pon, von Freundin von Freund, von Bruder Pon, von Frauchen Pon. Ach so, na sag doch gleich, Mensch. Ist Nopon namens Budada. Hat sogar Job in Argentum, aber haut oft einfach ab auf Suche nach Abenteuer. Sind jetzt schon viele Monate rum, seit Budada nach Uraya gegangen ist, aber ist nie zurückgekehrt. Könnten Meisterfreunde helfen bei Suche? Ich glaube, das werden wir gerne tun. Nova, Versuch wert, hör nicht auf Nia. Nia ist, ob sie jemandem helfen will oder nicht, hängt irgendwie ganz stark von ihrer Tagesform abgefühlt. Nu, soll Tora helfen? Ja, Nia hilft doch auch, die tut nur so. Oh, Kona Kona ist Glückspilz. Kona Kona würde Budada sicher nie allein finden, kann Hilfe von Freunden echt gut gebrauchen. Kona Kona hat gehört, Budada hatte zuletzt großen Traum, Dexen in natürlichem Lebensraum zu studieren. Kona Kona überlässt Rest dann mal zuverlässigen Freunden. Glaube, das kannst du, Nopon vermisst. Ich find's übrigens so ultra lustig wie jeder Nopon, zu dem du einfach mal ein bisschen nett bist oder ein bisschen Hilfsbereitschaft zeigst, dass er direkt dich als Freund akzeptiert. Es gibt, glaube ich, nichts Einfacheres, als sich mit einem Nopon anzufreunden. Kona Kona überlässt Suche nach Budada zuverlässigen Freunden. Okay, so. Oh, da stand gerade irgendwas Neues. Mit Geschlecht und so. Das hatten wir, glaube ich, gerade noch nicht. Ist Bo-O schon gesagt. Ist jedenfalls Grund, warum Kona Kona Budada noch nie gesehen hat. Kennt nicht mal Aussehen oder Geschlecht. Okay. Na, dann lassen wir uns überraschen, wen oder was wir hier mal vorfinden. Ich bin gerade auch überrascht davon, dass ich scheinbar schon auf der richtigen Ebene bin. Aber ich weiß auch, was das heißt. Denn das hier ist die Dexen-Ebene. Und das ist auch eine der wenigen Ecken von Urana. Urana. Genau, von Urana. Von Uraya. Wo ich noch absuchen muss. Weil da hatte mich irgendwann mal, als ich diese Richtung weiterverfolgen wollte, so ein fliegendes Fliefi-Ding irgendwie erwischt. Und dann hatte ich da keinen Bock mehr, weiter lang zu laufen. Das weiß ich noch. Also, ich glaube, dass es diese Ecke hier war. So, guck mal hier. Mein Tauchbereich. Bakuya-Einheit. Nudelsuppenvertrag, Bana-Bildervertrag. Aber wo genau? Das ist jetzt die Frage. Bäckerei Tilly war in Torigoth. Und der Kunstladen? Das wird wahrscheinlich immer eine Stadt sein, oder? Wobei, warte mal, ich bin doch dumm. Ich kann mir das gerade selber beantworten. Weil ich habe doch, diese Söldneraufträge sind doch gebietsgebunden. Okay, also zum Künstler und zum Bäcker in Torigoth. Da müsste ich dann als nächstes hin und das werden wir heute wahrscheinlich auch. Es sei denn, das mit den Dexen dauert jetzt hier noch ein bisschen länger. Shin Mai bekommt hier noch einen Bonus gesponsert. Wäre cool, wenn bei Korra vielleicht auch was passiert. Aber das wird sich noch zeigen. Sag mal, kann es sein, dass Perun hier auch mitmachen muss? Sind damit die Söldneraufträge gemeint? Weil sie, das war so ein bisschen vage formuliert, finde ich, weil ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass man mit ihr, eher so Standard-Nebenmissionen absolvieren muss. Wisst ihr, was ich meine? Ha, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt aber gerne in Argentum weitermachen. Mit den Kranbauarbeiten, weil die werden wir dann direkt zur nächsten Folge werde ich euch dann abholen, wie wir das abgeschlossen haben. Da muss ich nämlich nicht so lange warten, bevor ich dann den nächsten Part aufnehme. So, warum ist Perun ausgegraut?
Weil ich nur Leute in Menschenform schicken kann, oder was? Warum sind die ausgegraut? Aber ist ein Godfrey menschlicher als eine Pirun? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber ich guck mal trotzdem, ob wir Klingen beisammen kriegen, um diese Mission hier zu starten. Kleinen Moment. So, die Truppe ist dann beisammen. Ich würde Cora jetzt nochmal rausschicken. Das war von den Anforderungen jetzt, glaube ich, auch nicht so ultra krass. Aber ja, inzwischen komme ich mit dem Menü auch ganz gut klar. Ich weiß auch, was mein Fehler war bei dem Struggle, den ich am Anfang damit gehabt habe. Und zwar, was ich ein bisschen kompliziert und halt auch ungewöhnlich finde, wenn man es weiß, dann geht's natürlich, ist, wenn du rechts auf die Felder gehst, ne, wo deine bereits ausgewählten Klingen drin sind, wenn du dort auf ein leeres Feld drückst, dann bringt er dich in kein Auswahlmenü. Also du musst mit dem Cursor dann wirklich wieder nach links, um dort die nächste Auswahl zu treffen. Warum ist denn hier ein Ausrufezeichen? Ach, weil da ein neuer Auftrag jetzt mit drin ist wahrscheinlich. Das habe ich nicht geschnallt, weil ich kenne das aus 99% aller Spielen gefühlt, dass wenn du auf einen leeren Slot gehst, dass du dann deine Auswahl treffen kannst. Und hier in diesem einen speziellen Menü ist das halt nicht der Fall. Und das, ja, das hat mich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen irritiert. Aber das gehört jetzt auch der Geschichte an. Ich hoffe, das ist okay so für euch, wenn ich die Zuordnung dann rausschneide und ihr seht ja, also namentlich wird das halt nicht aufgelistet, aber ihr seht ja zumindest, welche Spezialklingen da zum Einsatz kommen, weil die können wir, glaube ich, anhand ihrer Bilder noch ganz gut auseinanderhalten. Und ihr werdet wahrscheinlich noch deutlich mehr kennen als ich und ja. So, ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht. Kannst du bitte einmal, ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, wie weit ich vom Ziel entfernt bin. Kannst du bitte weggehen? Dankeschön. So, oh, ich muss irgendwo weiter runter. Aber nicht in diese Höhle, wo die krassen Gegner drin waren, oder? Das wäre mir jetzt vielleicht ein bisschen zu krass gewesen. Wobei, rein von der Richtung her könnte das ungefähr hinkommen. Ich hoffe, ich muss dann einen Kampf am Höhleneingang ausfechten. Ich weiß gar nicht mehr, was die für ein Level hatten. Oh, jetzt muss ich wieder an denen vorbei, die mich gleich wieder angreifen wollen. Dabei bin ich levelmäßig voll über denen. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen, aber ja, das sieht alles sehr nach Höhleneingang aus. Warum sind die Dechsen so agil? Könnt ihr nicht einfach mal stehen bleiben, damit ich nicht irritiert werde? Das wäre herzallerliebst. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe irgendwie große Angst, dass hier was sehr Hochleveliges auf mich wartet. Ja, guck mal. Was ist denn das bitte für ein Ort? In der Phase des Spiels, also ich meine, gut, diese hochleveligen Gegner, die werden auch nicht auf einen aufmerksam. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Durchhaltevermögen kann ich mir leider wieder knicken. Aber ist okay. Irgendwann kommt der Moment, wo auch ich hier bestehen kann. So, Nopon-Statue. Boah, ey, das war auf jeden Fall sehr gefährlich, hier hinzukommen. Was ist denn das für eine Statue? Sieht nach einem echt hungrigen Nopon aus. Vielleicht sollten wir irgendwas zu essen hinlegen. Ey, wie die mir alle immer an die Futtervorräte wollen. Könnt ihr nicht mal was anderes wollen? Immer essen. Mein Essen ist mir heilig, okay? So, warte mal. Ich könnte ihnen jetzt auch Tee hinlegen. Bröckchensaft. Ugh, Bröckchensaft klingt irgendwie ultra eklig. Ach, ich sehe da unten schon wieder die Fortschrittsleiste. Ich werde also gar nicht so viel Handlungsspielraum haben. Warte mal. Ich guck mal erstmal, dass ich alles auf 5 runterdingse. Boah, hier geht meine Fortschrittsleiste ja so gut wie gar nicht hoch. Ah, hier aber dafür umso mehr. Die war bestimmt teuer, die Argentum-Nudelsuppe, ne? Ich krieg das nicht mehr zusammen. Aber wenn ich 10 davon habe, dann weiß ich, dass man die zumindest kaufen kann. Hoffe ich. Puh! Oh, hat der schöne, süße Kulleraugen. Hallo, Budada. Lecki, schmecki, happy, ohne Ende, gleich alles im Bauch stopfen. Njam, njam. Ja, lass es dir schmecken, aber vielleicht sollten wir uns einen sichereren Ort aussuchen, um Speisen zu vertilgen. Ah, endlich Bauch ich wieder voll. Oh, ganz Manieren vergessen. Name ist Budada und Freunde sind edle Retter von Budada. Wollte hier Dechsen studieren, aber Dechsen waren so fürchtergruselig, dass Budada vor Angst glatt erstarrt ist. Wollte nicht zum Leckerli für Dechsen werden, hat also stillgehalten. So still, dass Budada ewig wie Statue dastand. Ist dann vom Rumstehen so hungrig geworden.
geworden, konnte plötzlich Körper nicht mehr bewegen. Gib daher großes Danke, Bon, für liebevolle Opfergabe von Freunden. Also die Sache ist die. Nu, Kona Kona macht große Sorgen um Budada, tut Budada echt leid. Jetzt müsste Budada nur noch einfallen, wer Kona Kona ist. Nu, egal, Budada geht jetzt lieber rasch zu Kona Kona und kehrt nach Argentum zurück. Budada hat Nase voll von Abenteuern. Puh, geschafft, meine Herren, das war mehr Arbeit, als ich dachte. Oh, hätte Budada fast vergessen. Budada ist Fachmann für Anfertigung von Zylinder für Bergungstauchen. Wenn Freunde nächstes Mal in Argentum sind, sollten Freunde Hoppi Galoppi zu Budada kommen. Oh, das werde ich sowas von tun, mein Freund. Gib dann als Dankepon speziellen Zylinder für Freunde. Freunde können Budada im Wohnbereich von Goldmund finden. Boah, wollen wir das heute noch machen? Von nun an kann Budada spezielle Zylinder für dich herstellen. Nice, du findest ihn im Wohnbereich der Goldmund in Argentum. Ich weiß sogar, wo das ist, denn in Argentum kennen wir uns jetzt voll aus. Nopon vermisst. Nice, du hast Budada gefunden. Er ist jetzt wieder in Argentum und stellt dort spezielle Zylinder her. Nutze seine Dienste, Ausrufezeichen. Ja, schrei mich nicht an. Zu Befehl, Spiel, alles gut. Ja, ich sag heute definitiv zu oft nice, aber wenn so viele nice Sachen passieren, was willst du dann machen, ne? Bei Parzival hat sich scheinbar auch ein bisschen was getan. Warte mal, bevor ich das vergesse. Lasst uns das mal eben ganz kurz check-in. Ah, da hat sich wohl ein neuer Ring freigeschaltet. Aber übrigens auch mitbekommen, dass ich mehr diese Klingentechniken 1 und so nehmen soll, damit ich hier noch mehr Zeug freigeschaltet bekomme. Ist auch eine Notiz hier auf meinem schlauen Zettel. So wie hier zum Beispiel Grimmiger Mond. Das ist dann... Welche Stufe ist denn das? Das hier ist, glaube ich, Ring 1. Das hier ist Ring 2. Also wäre das wahrscheinlich Klingenstufe 2, die dann aktiviert werden müsste. Besiege Gegner, sammle KP-Kapseln, besiege Dexen in Uraya. Das ist wieder was ich offscreen irgendwann machen kann. Verwende Parzivals Lieblingstaschen-Items. Ja, ich glaube, das eine oder andere, das wird hier relativ schnell gehen. Ich muss halt, wenn ich mich ins nächste größere Kampfgebiet stürze, wieder so ein bisschen drauf konzentrieren, die Klingentechniken auch einzusetzen, die gebraucht werden. Also, boah, ey, warum muss ich die ganze Zeit aufstoßen? Ich habe jetzt auch durch den einen oder anderen Kommentar, der auch nicht zum ersten Mal kam, ne, ich habe immer so meine gewisse Anlaufzeit, aber ich weiß jetzt auch, was mit Klingentechniken gemeint ist, ne, also diese Gleichung Klingentechnik gleich römische Zahl, das hat sich jetzt, glaube ich, erstmal eingebrannt und, warte mal, konnte man sich nicht in den Wohnbereich irgendwie reindingsen? Ich gehe jetzt mal hier und ich glaube, ich weiß nämlich, wie ich dann laufen muss von hier aus. Und die Meistertechniken, das sind die, die waffengebunden sind. Ja? Also die ich dann über X und Y und B im Kampf getriggert kriege. Also ganz am Anfang hatten wir das schon mal, aber dann kamen so viele neue Begrifflichkeiten mit dazu, dass ich das irgendwann schon wieder völlig durcheinander gebracht habe und jetzt ist wieder ein bisschen Ordnung im Kopf und ja, das wollte ich euch nur wissen lassen, auch wenn wir jetzt zuletzt nicht so wirklich viel gekämpft haben. So, wo ist er? Ah, da! Budada! Alles klar, ich habe gerade Ausschau nach einem Stern gehalten, aber den gibt es ja nicht, wenn die dieses Pokalsymbol haben. Zylinderfachmann! Na dann erzähl mal, ich will endlich jemanden, bei dem ich Goldzylinder kaufen kann, bitte. Oh, Freunde sind tatsächlich gekommen. Legendäre Retter von Budada sind da. Wie Freunde ja wissen, ist Budada fachgerechter Fachmann für Zylinder. Und als Dankepon für Rettung macht Budada gerne super tollen Zylinder für Freunde. Braucht nur noch Materialien. Nein. Habe ich meine Goldzylinder weggegeben. Aber ich kann auch keine bei ihm kaufen, ne? Oder wird er mir irgendwann eine Kaufoption anbieten? Ich weiß es nicht, aber für mich sieht das so aus, als könne man bei ihm nur umtauschen. Ah, so ein Premium-Zylinder, das wäre schon was, ne? Wobei ich wahrscheinlich beim Einsatz wieder so ultra aufgeregt wäre, dass ich alles schon wieder verkacken würde. Also insofern ist das vielleicht ganz gut, dass ich jetzt noch keinen mitnehmen kann.
Ich hoffe trotzdem, dass ich irgendwann mal einen Händler finde, bei dem ich Goldzylinder einkaufen kann, weil das wäre aktuell so meine größte Motivation, ein paar Bergungstauchgänge offscreen wieder zu machen, auch um vielleicht die Kohle wieder ein bisschen zusammenzukriegen, aber in erster Linie um die Entwicklungsstufe der einzelnen Gebiete weiter nach oben zu schrauben. Das ist irgendwie so mein größter Motivator. So, bin ich auf diesem Steg hier zum Beispiel schon mal gewesen. Mich irritiert dieser Hinweis, dass ich hier zu wenig gesprungen bin, weil ich keine Ahnung habe, an welchen Stellen das gemeint war. Komme ich da auf den Titan rauf? Ich glaube, das wäre glatter Selbstmord, oder? Wobei, das sieht aus dem Augenwinkel so ein bisschen so aus, als könne das gehen. Ey, das war gar nicht so schlecht. Ich wäre, wenn man auf ihm hätte landen können, wäre ich auf ihm gelandet. Das seht ihr auch so, oder? Wurde eigentlich mein Mut mal fast belohnt, aber auch nur fast. Zumindest habe ich die Entfernung ganz gut einschätzen können. So, was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt noch einen ganz kleinen Abstecher nach Uraya machen und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt meinen nächsten Hauptstory-Zielpunkt anspreche oder ansteuere. Könnte natürlich sein, dass ich da ein bisschen auf Überlänge hinsteuere, weil ich ja schon bei 55 Minuten bin, aber ich habe heute relativ viel rausgeschnitten, wegen dem Resonieren, wegen den Söldneraufträgen und so. Das hat alles ein bisschen gedauert. Ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein. Ich glaube, das ist okay für uns alle, wenn am Ende die eine oder andere Minute noch oben drauf kommt. So, Chamomo, wir hatten schon häufiger das Vergnügen. Ich hoffe nur, dass das jetzt kein Trigger ist, dass ich jetzt eine Weile nicht mehr in die alten Gebiete zurückkomme, weil ich habe mir noch ein bisschen was zu tun, weißt du? Ich wollte mir noch in Torigoth die neuen Händler angucken. Muss ich nächstes Mal machen. Schiff hier fährt nach Goldmond in Argentum. Da war ich schon. Reise für Bergungstaucher umsonst. An Bord gehen. Boah, nee, das machen wir dann zu Beginn der nächsten Folge. Einkäufe erledigen, Blumen gießen, Herd ausmachen. Rücksichtsvoller Kapitän wartet gern auf Passagier. Bitte erneut ansprechen, wenn bereit für Reise. Das werden wir, ich schwöre, das werden wir direkt zu Beginn beim nächsten Mal machen. Also wenn ich dann wieder mit Resonieren und mit den Söldneraufträgen durch bin. Hintergrund ist einfach, ich glaube, wenn ich jetzt einmal das Schiff betrete, dann komme ich dann eine Weile nicht mehr weg. Klingt zumindest so. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein, keine Ahnung. Aber dann lass mich jetzt hier wenigstens noch mal kurz beim Bäcker vorbeischauen und beim Kunsthändler, ne? Das war der zweite, wo sich jetzt neue Optionen aufgetan haben sollen. Ich glaube, ich werde aber das Thema Bergungstauchen zuerst in Argentum fokussieren, weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass ich dort am ehesten Goldzylinder bekommen würde. In Torigoth gibt es halt auch einen Zylinderhändler, aber irgendwie ist das Thema für mich so sehr stark mit Argentum verwachsen. Ich weiß auch nicht. Oh, hereinspaziert. Für unsere Spezialitäten nutzen wir nur das feinste Mehl, gemahlen von Torigoths berühmter Windmühle. Der hatte gerade ein Ausrufezeichen über der Birne. Natürlich, weil ich jetzt hier diese Suppe kaufen kann. Deswegen hatte ich die Mission auch gemacht. Siehst du, ich bin so durcheinander mit dem ganzen Zeug, was man hier so erledigen kann und erledigen muss. Boah, ich glaube, das werde ich jetzt aber schnell noch machen. Aber dann haben wir, glaube ich, wirklich Überlänge. Aber ich gebe jetzt einfach mal Gas. Da ich hatte, wie ich am Anfang der Folge voll den Masterplan hatte, da oben ist noch ein Söldnerauftrag. Okay. Ich glaube, wir werden das heute doch nicht machen. Ich darf jetzt nur die ganzen Kleinigkeiten nicht vergessen, die ich jetzt unbedingt noch erledigen wollte. So, genau, Kunstladen Kumalav, so hieß das Ding. Willkommen im Kunstladen Kumalav, niemand hat mehr Ahnung von Kunst. Bida bada bub, Bana, Holzschnitt. Ja, nehme ich mal mit. Ich habe gerade wirklich Bock, irgendwie Geld zu verdienen und Bergungstauchgänge zu machen. Vielleicht, der Söldnertrupp ist zurückgekehrt. Das ist fantastisch. Warte mal, dann baller ich jetzt direkt den nächsten rein. Ey, so viel zu tun, ne? Das ganze Spiel ist der personifizierte Fulltime-Job, ey. Ohne Witz. Aber es ist cool, ne? Also, hast immer was zu tun. Besser als wenn du dich in Spielen zu Tode langweilst und die Zeit nicht vergeht, weil irgendwie alles so öde ist. Also, ich will mich überhaupt nicht beschweren. So, Harmonieerfolg erzielt für Nadeshiko. Oh! Waffeneinführung. Okay. Das bringt mir jetzt genau was. Müsste ich dann wahrscheinlich bei den Schlüssel-Items oder so mal
abchecken, was ich davon jetzt genau habe, aber das werden wir zu gegebener Zeit auch tun. Und sogar Cora hat jetzt hier was bekommen. Das ist sehr schön. Ich werde immer stärker und du guckst zu. Ja, das mache ich. Also natürlich nur, wenn du Teil unseres Teams dann auch bist, ne? Ich werde als nächstes das hier mal starten, weil dann werden wir das im Laufe der nächsten Folge irgendwann aktiviert kriegen, hoffentlich. Also abgeschlossen, nicht aktiviert. Aktivieren tue ich das ja jetzt gleich. So, ich habe jetzt auch rausgefunden, warum ich die Spezialklingen die letzten Male nicht einsetzen konnte. Ich musste die einfach von ihrem Meister loslösen, deswegen habe ich jetzt Perun und Nim einfach mal ausgewählt und würde die jetzt auf die Reise schicken. Ich habe tatsächlich keine Klinge gehabt, die die Nopon-Wissen hatte. Also irgendjemand hat Nopon-Wissen aus meiner Riege, aber das muss eine Klinge gewesen sein, die ich nicht ablegen kann. War das nicht sogar Pyra? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall niemand aus dem Auswahlfenster. So, knapp 35 Minuten werden wir brauchen, bis das hier abgeschlossen ist. Das ist schön. Dann werden wir irgendwann im Laufe der nächsten Folge die freudige Meldung bekommen. Es sei denn, ich lasse mir jetzt so viel Zeit, dass das schon abgeschlossen ist, bevor ich euch das nächste Mal Hallo sage. Gut, ihr Lieben, wir werden nächstes Mal dort oben mal vorbeischauen, was wir da für einen Söldnerauftrag mitnehmen können. Zumindest vormittags, denn jetzt scheint er verschwunden zu sein. Ich werde die Nudelsuppe vorbeibringen. Wir werden nochmal resonieren und dann werde ich über den Hafen von Samyma die Hauptstory wieder weiter voranbringen. Vielleicht sehen wir dann nochmal die ein oder andere schöne Cutscene. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!